Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zu Unboxing. Wir sind bei der Loot Chest, natürlich was auch sonst. Wir sehen, die Loot Chest hat ein neues Design bekommen. Finde ich recht stylisch, auch wenn ich mich an das alte inzwischen gewöhnt habe, aber das ist ja nicht schlimm. Die Klinge der Kopfgeburt brauchen wir natürlich trotzdem. Nicht, dass sonst irgendein Postbeamter einfach an mein Loot geht. Das geht ja gar nicht. So, ich bin gespannt, was diesmal drin ist. So, das dürfte das Heft sein. Jawohl. Oh, Memes. Sehr schön. Gut, gucken wir natürlich wie immer am Ende rein. So, ich ertaste erstmal wieder. Das könnte eine Figur sein. Okay. Irgendwas Stoffiges könnte ein Handschuh sein. Ein Zettel. Noch was Stoffiges dürfte ein T-Shirt sein. Egal, wir fangen erstmal mit dem Zettel an. Eine Postkarte. Superman. Kryptonite. Nevermore. Sehr schön. Frage ist nur, an wen ich die schicke. So, nochmal den Namen. Moment, scharfstellen. Ja, so. Wunderschön, nicht wahr? Einmal wieder. So, jetzt dürfte es wieder richtig scharf sein. So, das nächste Item. Was haben wir da? Ich nehme jetzt mal das Stoffi raus. Es sind Handschuhe. Die sind ja schick mit einem Dark Souls Logo drauf. Auch wenn ich... Also... Meiner Frau könnten die passen, aber ich glaube, meine Finger sind teilweise ein bisschen zu groß dafür. Aber egal. Ich finde es an sich stylisch. Ich hoffe, ihr findet es genauso. So, what next? Das ist was Kleines. Könnte vielleicht Schlüsselanhänger sein. Nehmen wir das mal raus. Es ist ein Schlüsselanhänger. Suicide Squad mit Harley Quinn. Sekunde, das packen wir natürlich einmal aus. Wenn ich denn diese wunderschöne, formschöne Packung aufkriege. Ja, ich schaffe es. Sehr schön. Mit einmal dem Moment. Einmal wieder in Nahaufnahme. Na? Du kriegst es nicht so richtig scharf. Ne? Ist, glaube ich, ein bisschen wenig Licht. Okay, machen wir so. Einmal mit dem Joker. Und mit Harley. Bing! Wunderschön. Cool. So. Der Müll kann wie immer beiseite. Dann das nächste Item wartet. Was wird es sein? Was werde ich überhaupt nehmen? Ich würde sagen, das Kleine, das könnte eine Süßigkeit sein. Und es ist Pop, Super Sour Poppin' Candy Brausepulver Strawberry. Njam, 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 njam. Das esse ich ganz alleine. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich das esse, weil Strawberry, also ich bin nicht so der Fruchtmensch, ne? Aber egal, Hauptsache was zu naschen, ne? So, was haben wir denn noch Schönes? Was ist das denn? Das ist, glaube ich, diese Figur. Oder wenn das denn eine Figur ist. Ich schau mal rein. Lol. Funniest dude, always laughing. Sehr schön. Das LOL-Meme quasi als Figur. Upload your Meme-Photos in any situation. Sehr schön. Das finde ich irgendwie geil. Was gibt's denn noch so? Ja, das Trollface gibt's natürlich noch. Puff. Ich hätte schwören können, das heißt Fab. Le, Yo, Kaki. Ah, verstehe, das sind nicht die Originalnamen. Ah, okay, jetzt verstanden. Hier ist noch irgendwas zum Ausschnibbeln. Ich glaube, man kann das hier so ringsrum ausschneiden und dann kann man den da... Insert Level Cut. Okay. Nun gut, irgendwie wird das wohl schon funktionieren. Ich verstehe jetzt die Anleitung hier drauf noch nicht, aber wir packen das kleine Männchen natürlich erst einmal aus. Wenn wir denn diese Packung, die irgendwie gerade ein bisschen hartnäckig ist, mal aufkriegen. Ja, wir haben sie besiegt. Die Lel-Card. Lel. So, dann holen wir dich mal raus, mein kleiner Freund. Der Müll wieder beiseite. Ja, trischick. Ich packe die Packung zwar beiseite, aber nicht in den Müll, denn die brauchen wir ja wahrscheinlich noch. Allein schon mit einer Anleitung. Ich lege den mal hier hin, in der Hoffnung, dass ich ihn irgendwie liegen lassen kann, dass man ihn erkennt. So, das sieht doch gut aus. So, ihr Lieben, weiter geht's. Es gibt noch mehr Loot. Ist das ein T-Shirt? Oh, das ist irgendwas von Walking Dead. Geil, eine Sporttasche von Walking Dead. Wie geil ist das denn bitte? Alter! Cool. Die packe ich doch mal aus.
Ich habe mich schon gewundert, warum das erst so hart ist hier. Das ist einfach nur eine Pappe, wo das drauf gespannt ist. So, das ist aber Müll und kann weg. Die Pappe, die da drin ist, die dürfte auch weg können. Oder ist da noch irgendwas drauf? Nein, es ist einfach nur Pappe. Oh nein, ich habe Lel umgehauen und er war mein bester Freund. So, ich habe Lel gerettet. Hurra! So, jetzt aber zurück zu der Sporttasche. Wir schauen sie uns einmal im Ganzen an. Finde ich recht stylisch, auch wenn sie natürlich ein bisschen zerknittert ist. Aber das ist einfach nur wegen der Packung. Logisch. Wenn sich das glatt zieht, dann finde ich die recht schick. Nein, ich habe Lel schon wieder getötet. Ich Schwein! So, wir legen das mal hier hinten beiseite. Ich ziehe das mal ein bisschen rüber. Man soll es ja auch sehen, ne? So, dann haben wir noch etwas. Das dürfte nur noch das T-Shirt sein. Oh, wie geil ist das denn? Ja, beuge dich, meine Macht. Samus Pest Control Services. Die Metroid-Zocker unter euch wissen, wer das ist. Ha, geil. Seht ihr es auch? Oder ist mein, oh. Vielleicht sollte ich mal meinen Arm beiseite nehmen. Das könnte helfen. So, das ist auf jeden Fall das wunderschöne T-Shirt. Ich finde es ziemlich stylisch. Ich glaube, in Schwarz hätte ich es noch einen Tacken besser gefunden, aber das dunkle Blau finde ich grundsätzlich auch gut. Und wie immer ist es natürlich aus der BNC Collection. Die sind ja von der Verarbeitung her ziemlich gut. Also ich habe bisher keine Negativerfahrung mit denen gemacht. Von daher läuft. So, haben wir noch was? Nein, das war's mit dem Nu. Ihr seht, die Box ist leer. Also, nehmen wir uns das Heft einmal zur Brust. Du hast Level 2 von 12 in 2017 bereits zur Hälfte geschafft. Auch diesen Monat sollst du das Looten der Loot-Chest nicht missen. Wir geben dir das nötige Handwerkszeug, um auch noch kommenden Herausforderungen mit Bravour meistern zu können. Reunite, wir haben eine Box zusammengestellt, speziell für neue Kunden, die uns oder eine Nerdbox im Allgemeinen testen wollen. Der Inhalt der Box kann variieren. Für dich als Abonnent ist diese spezielle Art der Loot-Chest allerdings eher nicht geeignet, da sie ausschließlich mit Artikeln vergangener Loot-Chests gefüllt ist. Doch wenn du deinen Freunden zeigen willst, wie viel Spaß eine Loot-Chest machen kann, dann würden wir uns freuen, wenn du diese Neuigkeit mit ihnen teilst. Tja, da ich noch nicht so lange Abonnent der Loot-Chest bin, finde ich das auch gar nicht so schlimm, weil die Sachen habe ich alle noch nicht. So, da haben wir beim YouTube-Gewinnspiel den Gewinner des Vormonats, die gute Anne-Christine, Fräulein Mietz, in Griechenland. Was gibt's diesmal? Zelda-Cap und Tasche, auch nicht schlecht. Ja, irgendwann muss ich mir mal angewöhnen, da auch endlich mal eine Mail hinzuschicken, aber irgendwie verpeile ich das ganz gerne. Der Feature-Channel, Meredi Marie. Diesen Monat starten wir mal nicht mit einem YouTube-Channel für euch durch, dafür aber mit einem Mega-Twitch-Channel. Schaut mal bei ihr vorbei und vielleicht werdet ihr auch zum Rehkitz. Hey, mein Name ist Maria, aka Meredi Marie. Auf meinem Twitch-Kanal streame ich leidenschaftlich Games aller Art, auf die ich gerade Bock habe. Zusammen mit meiner Community haben wir immer was zu lachen. Falls du dich auf der Twitch-Plattform bewegst, kannst du mir ja gerne mal einen Besuch abstatten. Eure Maria. Ja, bei Gelegenheit schaue ich da mal rein. So, dann Metroid Prime, Samus. Mit diesem T-Shirt zeigst du jedem, dass du einer von Samus' Gefolgsleuten bist und dafür sorgst, den Planeten Erde von Abscheulichkeiten zu säubern. Marktpreis 14,95 €. Meme, Sammelfigur. Wer glaubt, dass sich Memes nur im Internet türmeln, wird nun eines Besseren belehrt. Diesen Monat haben sich die Fratzen heimlich in die Loot-Chest gemogelt und versuchen nun auch über unser Real Life zu herrschen. Marktpreis 12,95 €. Suicide Squad Schlüsselanhänger. Dir wurden schon mal deine Schlüssel entwendet? Dann befestige diesen im wahrsten Sinne des Wortes verrückten Schlüsselanhänger an deinem Schlüsselbund, um Dieben und Verbrechern zu zeigen, dass sie sich gerade in die Angelegenheiten des Bosses aus Gotham einmischen. Marktpreis 4,95 €. Dann die Superman-Postkarte. Schreibe deinen Liebsten als Abwechslung zu WhatsApp doch mal wieder eine klassische Postkarte. Superman hat seinen Kryptonit-Ketten abgestreift und sorgt dafür, dass deine Nachricht in Windeseile ankommt. Marktpreis 95 Cent. The Walking Dead Turnbeutel. Rüstung, Nahrung, Toilettenpapier. Alles nützliche Dinge, die in keiner Krise fehlen dürfen. In diesem TWD-Turnbeutel kannst du alles Nötige für eine kommende Zombie-Apokalypse verstauen und sportlich in den Kampf gegen die Zombie starten. Marktpreis 9,95 €. Super Sour Popping Candy, Cherry Vimto.
Lass es krachen, das supersaure Poppin' Candy von Vimto sorgt für einen wilden Kirschgenuss beim Essen. Sind sie dir zu sauer, bist du definitiv zu weich. Vimto ist ein englischer Hersteller für ausgefallene Süßwaren. Wie ausgefallen, das wirst du nun testen können. Also nichts wie los, Mund auf und rein damit. Marktpreis zuckersüß. Dann Dark Souls Smartphone Handschuhe. Ah, das sind, okay, deswegen sind die Daumen und Zeigefinger auch anders. Das sind Handschuhe, die beim Smartphone vernünftig funktionieren. Cool. Der Levelboss hat dich jetzt schon zum 1000. Mal zu Kleinholz verarbeitet und die Lage wird von Versuch zu Versuch schwieriger. Zeit für die richtige Ausrüstung. Mit diesen Handschuhen lässt sich dein Schwert mit Leichtigkeit schwingen. Dein Smartphone lässt sich durch die Touchscreen-Fingerspitzen ebenfalls mit Präzision bedienen. Einheitsgröße. Marktpreis 12,95. Willkommen im Lootboot. Was ist das denn? Spielen verbindet. Bonjour ist deine Anlaufstelle für den kompetitiven Gaming-Kosmos in ganz Deutschland. Ganz nach dem Motto Think Esports versuchen wir in verschiedenen Formaten den Wettbewerbsgeist zu erwecken. Vom absoluten Neuankömmling bis zur waschechten Ladder-Ikone ist jeder willkommen und kann sich von unserem Team aus Esport-Veteranen wertvolle Ratschläge in Titeln wie StarCraft, Counter-Strike oder Hearthstone abholen. Dabei legen wir einen großen Wert auf einen starken Community-Zusammenhalt und die stetige Weiterentwicklung unserer Ideen. Umso wichtiger ist es, dass wir bei Titeln wie Minecraft oder Portal regelmäßig dann das Kind in uns wieder erwecken. Alle, die bei dieser Beschreibung nicht sofort das GG getippt haben, können uns von Montag bis Freitag ab ca. 18 Uhr unter twitch.tv/bonjour einen Besuch abstatten. Für die Zwischenzeit wünschen wir euch erstmal ein frohes Looten. Schaut mal bei uns vorbei, wir verlosen regelmäßig Loot-Chestboxen. Euer Bonjour-Team. Sehr schön, und hier mal wieder die obligatorische Werbung für Penta Esports. Die kennen wir ja schon. Deswegen sind wir an der Stelle durch. Ihr Lieben, das war's. Ich muss sagen, ich bin mal wieder begeistert von der Luchess. Moment, der kleine Lel, der rückt ja ein bisschen aus dem Bild. Das ist nicht richtig. Ich fand's gut. T-Shirt richtig geil. Tasche richtig geil. Handschuhe, auch wenn sie für meine riesigen Grabscher hier zu groß sind. Trotzdem richtig geil. Schlüsselanhänger geil. Eigentlich alles geil. Gut, na, das ist nicht so ganz meins, aber naja, dann werden wir leben können. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen und falls ihr mal Bock habt, dann holt euch auch mal eine Loot-Chest, weil ich finde es immer wieder spannend, einfach mal zu sehen, was denn da drin sein wird. Es ist quasi das Überraschungsei für Nerds. Also ich finde es einfach geil. Es hat zwar nicht immer Schokolade drin, aber es ist so süß wie Schokolade. Ihr Lieben, vielen Dank nochmal und wir sehen uns wieder bei der nächsten Box oder bei meinen Let's Plays. Also, bis dann. Tschüssikowski!